Erfahrungsgemäß, wenn wir mit der Jugend etwas machen, kamen immer so an die 20 bis 30 jugendlichen Leute, würden sie heute gerne auch wieder haben. Und so ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt in diesem sogenannten alten Pfarrhaus in der Kaplanei. Das war die Wohnung des Kaplans. Gab es einen kleinen Unterrichtsraum, der fasste ja, ungefähr 30 Leute mehr, durften auch aus bautechnischen Gründen nicht eintreten. Da habe ich gedacht, oh, gut, der Saal wird schon reichen. Wollen wir mal sehen. Und ich merkte dann schon, dass um 7 Uhr, da war erst die Abendmesse, also ich habe das angesetzt um 7:30, damit das ja keinen Konflikt mit dem Gottesdienst gibt, den der Pfarrer hielt. Um 7 Uhr kamen schon relativ viele Leute auf den Hof. Und da habe ich dann zu ein paar Jugendlichen gesagt, Mensch, stellt mal noch ein paar Stühle oben hin. Ich glaube, das wären doch noch ein paar mehr, wenn das jetzt um 7 Uhr schon so, waren vielleicht schon 20 Leute da. Stellt man noch 10, 12 Stühle hin, mehr dürfen aber da nicht hingestellt werden. Ja, kurz und gut, kurz vor 7:30 war der Hof brechend voll. Es waren 100 Leute, würde ich mal sagen, die ich nur gesehen habe im Hof. Ich habe ja nicht nach draußen gucken können. Wir gingen natürlich gar nicht erst in den Saal, weil ich gesagt habe, um Gottes Willen, der bricht uns ja zusammen, also und den kriegen wir echt nicht unter. Wir müssen eine andere Lösung suchen und Gott sei Dank fiel mir ein, ich habe ja den Schlüssel als Kaplan für die Kapelle oder für die alte Kirche, die ist 50 Meter weiter weg gewesen vom Wohnhaus. Wir gehen am besten gleich in die alte Kirche rein. Da werden wir ja wohl alle reinpassen. Und erst als ich auf dem Weg zu dieser alten Kirche war mit meinem Schlüssel in der Hand, habe ich gesehen, dass in den Gassen, in den Straßen auch Scharen von Leuten schon standen. Teilweise schon mit Kerzen in den Händen. Also da habe ich das gar nicht glauben können. Kurz und gut, wir sind in die alte Kirche gegangen, habe die aufgeschlossen, die stürmten rein, als gäbe es Bananen oder Apfelsinen. Und die Kirche füllte sich. Mein erstes und wichtigstes war ein absolut unpolitisches Thema, was ich vorne schreiend ins Mikrofon immer wieder sagen müssen, um Gottes Willen, bitte geht nicht auf die Empore, der Pfarrer hat es verboten, die muss erst restauriert werden. Es waren aber schon bestimmt 30, 40 Leute auf der Empore. Ich habe gesagt, tut mir den Eingefallen, nicht auf die Empore, die bricht zusammen. Die kleine Kirche war jedenfalls gerammelt voll, das passte wirklich niemand mehr rein, wir konnten gar nichts machen. Ich habe nur meine Angst gehabt, dass die Empore runterbricht. Und die war auch wieder zu klein. In diesem Moment fiel mir natürlich nur noch ein, wir können die Leute jetzt nicht wegjagen und sagen, das findet heute nicht statt, weil wir keinen Platz haben. Wir müssen in die große Kirche, in die Pfarrkirche ziehen. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Schwester Maria Magdalena und der Kaplan Seidenegg, die waren ja auch mit dabei und auch viele Jugendliche, die gingen da hoch und da habe ich einen Jugendlichen und den Seidenegg, den Kaplan, glaube ich, vorgeschickt, habe gesagt, Mensch, rennt hoch, wir brauchen den Schlüssel für die Kirche. Da war ja eben Abendmesse, der Pfarrer ist vielleicht auch noch da oder was, holt den Schlüssel, wir müssen in die große Kirche. Naja, und die sind vorgelaufen und sollten das machen. Und dem kam ja letztendlich die Traube der Menschen schon an. Und da wollte der Pfarrer in seinem Schreck, den er da versetzt bekommen hatte, der wollte gerade seine Kirche zuschließen. Die Abendmesse war ja, wie gesagt, schon seit 10 Minuten, Viertelstunde vorbei. Und er war richtig in Panik. Nein! Und ich sage, Herr Pfarrer, Sie müssen jetzt die Kirche aufschließen. Das bringt doch nicht. Nein, wir können hier keine politische Veranstaltung machen. Das hat ein Nachspiel, Herr Kaplan. Habe ich gesagt, ja, das ist richtig und das soll es auch haben, hoffentlich. Aber Sie müssen jetzt die Kirche aufschließen. Wir können auch die Leute hier nicht weglassen. Und dann blieb ihm ja nichts anderes übrig. Die große Kirche, die Pfarrkirche, füllte sich und nachdem da ein bisschen Ruhe eingetreten ist, war eigentlich erstmal das Ausmaß
zu sehen. Also unsere Kirche war zu keiner religiösen Veranstaltung, die ich jemals erlebt habe, so voll wie an diesem Abend. Also die hat ein Fassungsvermögen von wohl 700 Menschen plus Empore plus draußen auf dem Vorplatz standen noch ungezählte. Und so nahm die Sache ihren Lauf. Also wir haben dann die Mikrofone installiert und einfach angefangen. Die ersten Minuten wurden einfach gebrückt, dass wir uns gegenseitig gewundert haben, was das für ein großes Echo hat und dass eben diese Stimmung in uns vorhanden ist. Ich habe denen das versucht, ein bisschen zu moderieren, diese spontane Versammlung. Habe gesagt, also das Erste, was ich euch mitteilen muss, ist, ich habe mich insofern nicht vorbereitet. Es gibt keinen richtigen Plan für das, was heute Abend hier stattfinden würde. Ich hatte zwar hier Thesenpapiere, ich habe Diskussionspunkte, aber angesichts dieser großen Gruppe können wir natürlich jetzt nicht über irgendwas diskutieren. Am besten wir sagen einfach mal unsere Erfahrungen, unsere Wünsche. Und da muss ich sagen, dass eine ungeahnte Mentalität mir entgegenschlug, also etwas wahnsinnig Solidarisches. Es gab immer zu für jedes Wort fast einen Applaus, was einfach sagen sollte, Mensch, wir finden das toll, dass wir jetzt erstmal zusammen sind und uns zusammengefunden haben. Ganz viele Leute sprangen spontan auf, also es waren keine vorbestellten Reden oder sonst was, die ihre Erfahrungen aus den Betrieben, Leinefelde, die Baumwollspinnerei und so weiter, die ihre Erfahrungen sagten, die Nöte vorbrachten, das einfach sagen, ich möchte, dass hier in dieser Kirche gebetet wird für die und die, die schon so lange im Gefängnis sitzen und für die Diskriminierung. Und bei uns im Betrieb ist das passiert. Es war ein Abend mit Diskussionen eigentlich gar nicht, sondern mit Erfahrungsberichten und mit Anklagen und Hoffnungen, die genannt wurden, was sich denn ändern möchte, sollte.